Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Kleinsternchenhof mit dem Ostrein. Hallöchen. Ich war schon gerade vorbeigefahren, war der müde, oder? Ich weiß nicht. Und Sojabohnen bringen auf jeden Fall kein Geld diesmal. Kein. Ist klar. Ja, wir haben 4 Tonnen bisher. Was kriegst du für 4 Tonnen? Weiß nicht. 5.000, 6.000. Schätze ich mal, ohne Preis zu müssen. Der Preis dafür ist gerade 3,5. Ja, gut. 3,5 pro Mühle. Da war ich gerade 5, aber. So. Mühle, Knöle. Okay, 4 Tonnen mal 3. 12. 12.000 Euro. Wow. Da haben wir sogar mehr für Gerste bekommen. Für Gerste haben wir allein, oder Weizen haben wir allein auf dem unteren Stück hier 20.000 bekommen. Jetzt verdienen wir gerade mal 12. Wow. Ja, gut, ne? Ach, ne. Ich mache eine Anspielung. Ich verkaufe den in Holland. Kannst machen. Ja, nicht deinen großen. Ja, war mir schon klar. Kannst du gar nicht, weil ich da drin sitze. Ja, ich verkaufe den ja auch nicht hier. Da bringt hier 25. Wenn ich dahin verbringe, der 30. Mit dem Renntraktor da, Rennkompaktlader. Ja. Das gute Heu. Ach Gott, so das ist ein Spaß. Wir haben danach genau das Geld für den Miststrahl und das Güllefass. Ich will es aber trotzdem nicht kaufen, weil es aber kein. Weiß nicht, kann. Ja. Falls wir Saatgut zum Beispiel kaufen, müssen wir irgendwie sowas. Ja, gut, wir haben halt noch nicht Sojabohnen verkauft, aber der ist gleich auffällig, ne? Und 5 Tonnen mal 3 sind 15.000. Knapp. Ich wäre fast eine Einfahrt zu früh reingefahren. Oh nein, oh. Das, ja, das wäre dann beim Nachbarn im Garten gewesen. Ich wäre froh, dass ich auch auf, was auch immer, auf dem Kompaktlader. Ja. Okay, ist futsch. Danke, Axel. Achso, ja, ich muss vielleicht schon kurz Gang einmachen. Ja, genau, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll ich machen? Mhm. Ja, Grubbern. Oh. Komm mal her, Schweizer, wo bist du? Oh, bei Lasagne. Ja. Hauptsache, die müssen halt nicht ausgeritten werden. Ja, klar, müssen die ausgeritten werden. Nein. Tägliches Reiten. Halt, wenn ich auf Skype-Tour steht da 100%. Naja, dann ist es bei dir nicht aktualisiert. Und 97% ist Glänzen und Gesundheit, das ist 100. Tägliches Reiten ist bei 10% jetzt. Lasagne. Ich
Ich hab grad mal schwarzer geguckt, aber das ist ja. Spannendste Folge. Pferdchen reiten. Okay, 6 mal 3. 18.000. Finde okay, ich so 18.000 und Fetch, da hoffe ich mal. So. Hast du schon Kipper da unten stehen? Ja, steht da schon. Ah, hier ist Feldings. Unser Feld. Feldings, unser Feld. Feldings, unser Feld, ja, ja. So dingsig bist du nicht, ne? Mit deiner Baumwolle, Alter. Ah. Schau, das Ding werden wir uns auch nicht mieten, oder? Nee, das Ding nur so 30.000 oder so. Das wird's auch nicht rentieren, ne? Ich war ansatzweise. Genau. Und wenn überhaupt die Hälfte. Oh Mann. Das ganze Saatgerümpel rausstellen, dass er ein Grubber dran kann. So. Oh. Jetzt steht der Frontlader genau vor den Gewichten. Ich hab verguckt. Wenn du schon fährst, dann brauchst du kein Gewicht. Genau. Ist wirklich so. Ich hab Gas gegeben, ein bisschen das von hochgegangen. Ja, und der Helfer soll damit klarkommen. Alles klar, Brudi. Ja, ich wollte kuscheln. Mann, wenn ich ein Gewicht dranhänge, geht er hinten hoch. Nimm ein kleineres. Wir haben ja 3. Nein, 2. Wir haben nur noch 2. Also, du hast eins da vorne drin an deinem Kuppelding. Also nicht an deinem Pferd, sondern an deinem roten Drecksding da. Ja, und dann haben wir jetzt aber noch 2. Ja. Ja. Schnell mal Vertrick an- und abkuppeln die ganze Zeit. Ja, und nimmst doch das blaue, das schwarze, das leichte. Passt hoch. Trotzdem geht das gleich von hoch. Ja. Ich meine, ich möchte auch nicht sagen, das ist nur ein T5, ne? Hallo, was soll das denn heißen mit deiner Klaverkiste, Alter? Ich wollte ja nur sagen, dass du kein T7 hast. Klaverkiste ist rot hier. Er kommt du schon mal mit einem Helfer, wo er die Hälfte stehen gelassen hat. Können wir nicht erstmal mal Pferd hier. Also dumme Bewertung mich halt. Alter, der Betonmischer fällt auf eine Frau um. Anzeige ist raus, Alter. Alter, Bulli. Tägliches Reiten 97%. Fertig. So, ein bisschen bergig hier. Ach stimmt, dadurch kriegen wir auch nochmal 100.000 durch die Ferries. Ja, aber jetzt noch nicht. Nein, dauert noch. Hat
das Gaspedal. Nun, da steht auch noch die Hälfte. Aber nur da vorne die Zweigen. Und da rechts war noch eins, ja, ja. Blend bin ich nicht. Willst du nicht das Sojabohnen? 2, 3, 5 Mühle. Bei Mühle, ja. Das war schon gerade erst, meine Güte. Du machst immer Diff raus. Rein, ich mach immer Diff raus. Deshalb sind die nie innen drin, die Diffs. Ja, was sie nicht brauchen. Für was braucht denn jetzt der Case Diff? Oder Allrad? So ist er viel. Der hat gar kein Allrad. Doch hat er. Nein, Allrad gibt's nicht, das ist nur Diff-Sperre. Du hast letztens erst gesagt, Allrad auch. Ja, ich weiß, aber das ist nur eine Diff-Sperre. Du hast. Oh, fast 80.000. Oh. Weil er wegfahren hätte, wir fast 100.000. Nee, gar nicht. Noch ein Feld kaufen. Feld wird zum Flasch gehen. War ja einfach nur, wir müssen es nicht machen, ne? Wir können ja auch irgendwas für einen Hof kaufen. Ja, wollt ihr mit Streuern und so einen Schmarrn kaufen? Nö. Haben wir eh noch nicht genug. Weil davon selbst, wenn das dann voll wäre, könnte man das Zeug immer noch, dingsen. Dingsen? Könnte man, Mist und sowas. Nein, du könntest Mist und so, ja, könnte man auch noch machen. Aber du könntest Mist und sowas einfach aufladen auf den Hänger und irgendwo als Haufen irgendwo hinkippen. Hm. Das wäre echt das kleinste Problem. Oh. Hat keiner gesehen. What? Nix. Hab das so gesehen, Alter. Fabi wird dezent müde. Hä? Fabi wird dezent müde. Nein. Hä? Der Helferding hat gerade mal eine Bahn gefahren. Ich bin so ein Depp. Warte. Ich hatte mir mal auf 3 gehofft. Wow. Wie viele Schafe haben wir jetzt hier eigentlich? 10. Schafe haben wir 10. Achso, Schafe? Nee, einmal 12, 5, 7 und 17. 12, 5 und 7. Oh, jetzt kommst du an Taschenrechner. 24. 24 sind 31. 41. Ich weiß nicht, ob es effektiv ist, wenn wir jetzt noch eine Weide kaufen würden. Das glaube ich gar nicht. Also, wie Weide, meinst du? Genau, Kuhstall zum Beispiel oder was? Nee. Ja, wir können. Wenn du einen Kuhstall kaufen willst. Das wäre sinnlos. Kaufen wir keinen Kuhstall. Weil das wäre sinnlos. Dann würden das wäre generell sinnlos, weil wir das Kapazität noch schon ausgeschöpft haben. Genau. Weil dann würden wir außerdem die Kuh Weide holen, weil die sieht zwar nicht ganz so schön aus, die kostet aber nur 10.000 Euro und fast 200 Kühe. Hä, meinst du Wies oder was? Ja, diese Kuhweide ohne Stall. Ja, was wolltest du als erstes sagen? Egal.
Und der Schafstall, der bringt es aber nicht, ne? Weil den war noch nicht ausgeschöpft. Ja, gar nichts für uns ist. Also. Ich weiß nicht, wie viel würden jetzt, warte, ich habe gesagt 41, ne? Ja, also. Ja, also, ja. Ballern jetzt einfach mit weißen Schafen. Aber, Fabi. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schaut mal was dann vorbei. Gebt mir wieder ein Like, Abo und ein Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.